Hallo und willkommen bei Natureholic und Garnelio. In diesem Video geht es um eine der coolsten Corydoras-Arten, Corydoras pantanalensis. Die Tiere sind zwar nicht sehr häufig im Handel, ich selbst habe sie auch nur ein paar Mal gesehen. Nichtsdestotrotz finden wir, wir sollten sie euch präsentieren, einfach weil es ein super schöner Fisch ist. Sie werden mit 7 bis 8 cm Körperlänge relativ groß, das heißt, sie gehören zu den größeren Panzerwelsarten aus der Gattung Corydoras. Interessant ist vor allem auch, dass diese Tiere in der Brutfärbung die Männchen und die Weibchen sehen ziemlich unterschiedlich aus. Sie sind farblich und von der Musterung unterschiedlich. Und was sie noch von vielen anderen Panzerwelsarten unterscheidet, ist, dass sie im Wasser frei schwimmen, während andere Corydoras-Arten eher am Boden zu finden sind. Das Verbreitungsgebiet von Corydoras pantanalensis ist in Südamerika, genauer gesagt im Pantanal in Bolivien, aber wahrscheinlich auch in Brasilien. Als Parameter für ihre Pflege würden wir empfehlen eine Temperatur von 22 bis 27 Grad Celsius, ein pH-Wert von 6,5 bis 8,0, die Gesamthärte darf schwanken zwischen 5 und 14 und die Beckengröße, also das Aquarium, sollte um die 75 cm Kantenlänge haben.